Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar Knights of Honor 2. Ja, wir sind richtig tief im Krieg. Wie lautet euer Befehl? Also so richtig, richtig deep. Und ja, wir versuchen jetzt unser Bestes, hier uns weiterzuentwickeln und voranzukommen. Hier greift jetzt auch zum Beispiel Sizilien direkt, glaube ich mal, Venedig an. Das ist natürlich unpraktisch und nicht nett. Aber was wir jetzt machen, ist uns eben diese Truppen hier vor Ort holen. Ja, mein Herr. Und dann. Ja, mein Herr. Was ist euer Wunsch? Bern angreifen. Das ist jetzt unser erstes Ziel. Um uns zu helfen. Dann die gehen hier drauf. Wir machen da mal Action. Hier werden erstmal unsere Truppen wieder aufgefüllt. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Ich kann sehr schön berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir wunderbar haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Majestät, unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Wow. Majestät, ein Teil unserer Provinzen wird derweil nicht regiert. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Junge, Junge, ey. Da gibt's aber echt viele Ansagen. So. Wie sieht's hier jetzt aus? Was kann ich dir denn anbieten? Ja? Hallo? So. Ich würde tatsächlich sagen, der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Wir nehmen hier mal Meißen. Ich soll aus diesen Schwächlingen Soldaten machen? So, wie sieht's hier eure aus? Befehle? Ja, mein Herr. Ah. Gibt es hier zufällig erfahrene Soldaten? Zu den Waffen. Eine Stadt wird belagert. Ja, wir belagern Bern. Im Kampf gegen den Feind gestorben. Unsere Soldaten mussten aufhören zu kämpfen. Unsere Kronautorität sinkt, Majestät. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Wo in Majestät, Mailand. Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Unsere Belagerung wurde gebrochen. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Majestät, eine Rebellenarmee besiegt. Wir haben die Plünderer. Hat denn Savonien jetzt nochmal 3000 Truppen? Junge! Mein Schwert gehört euch, Majestät. Wow, nice. Eure Befehle? Nehme ich so. Hallo? Mein Herr. Majestät. Ihr geht hier rüber. Den Dschihad ausgerufen. Schon wieder. Da geht's aber auch die ganze Zeit rund. Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Schon wieder. Junge, wie viel Kriege haben wir denn jetzt? Krieg zwischen Qua und Schwaben? Ah, lol. Die haben sich eigenständig gemacht. Bossen? Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ja. Was gegen Böhmen? Bitte, bah. Vertreiben wir die Eindringlinge. Und hier oben Possen? Sag mal. Eine gute Strategie. Betrachtet es als erledigt. Will ihr mich verarschen? Oh, nicht dein Ernst. Rückzug. Einer unserer Ritter wurde gefangen genommen. Oh. Jetzt habe ich den da sterben lassen. Gegenangriff. Einfach nur platt machen. Ich muss Genua einfach normalen Frieden anbieten. Ich hoffe, dass der den annehmen wird. Frieden unterzeichnen, Waffenreserve. Es herrscht Frieden. Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Sehr schön. Mit dem Audienz, Frieden unterzeichnen, Waffenruhe. Okay. Er will tatsächlich Krieg mit mir, obwohl ich da gar nichts mehr so großartig zu melden habe. Und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Ja,
jetzt musste ich hier echt gegen Genua kapitulieren, weil die einfach so viel Scheiße hier am Laufen habe und Savonien so hart unterwegs ist. Hier gegen Sizilien ist überhaupt kein Stress. Na, die kann ich tatsächlich, da kann ich mir ein bisschen was snacken. Da werde ich mir jetzt hier Florenz auf jeden Fall wegsnacken. Und da oben muss ich halt gleich gegen zwei, ne? Böhmen hier, das läuft ja überhaupt nicht gut. Ja, das werde ich aufheben. Ich muss die Truppen zurückziehen, stärken und dann erst auf Böhmen ziehen. Das hat sonst keinen Zweck. Hat unsere Beziehungen verbessert, das klappt ja ganz gut hier. Helfen wir unseren Brüdern. Okay. Wie viel habe ich? 300, dann kann ich nochmal 2 holen, dann ab geht's. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Wir haben Dankeschön. Die Belagerung unserer Stadt gebrochen. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Ja, aber wir auch. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Ja. Gegenangriff. Jetzt machen wir hier Sizilien mal klein. Und dann wird hier runtergerannt. Und Florenz sich aufgefressen. Weggeschnappt. Wie auch immer. Und sendet der hier... zu meiner Rettung. Lösegeld bieten. Wir haben einen unserer Ritter befreit. Der Wo bist du denn? Sieht uns in besserem Licht. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Gut, dann gehst du jetzt mal nach Klagenfurt. Lösegeld. Oh ja. Das nehme ich an. 18.000? Das nehme ich gerne an. Was ist hier das Problem? Ah, Kerzen. Wir rennen wie die Hasen. Hier, Wurstmacher hauen wir mal raus. In Klagenfurt haben wir hier noch die Behausung große Häuser. Nein, wir hauen mal noch raus. Wurde gegen uns geschmiedet. Was? Verteidigungspakt gegen uns initiiert? Norwegen. Ah, okay. Ja, das ja. Dürfen die ruhig machen. Sollen wir los? Ja, ihr geht einmal kurz nach Venedig, holt da euch neue Truppen und dann geht's nach Florenz. Und dann snacken wir Florenz. Ihr zwei zusammen. Oh, scheiße. Der Böhmer holt sich... der Ungar holt sich Böhmen. Und ich kann nichts dagegen tun. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Oh, Sizilien ist in Genua eingefallen. So sei es. Moment. Schon wieder. Sofort! Ey, ohne Witz, du kannst so froh sein, dass ich nicht die Garnisonspunkte habe. Sofort. Einer unserer Ritter beherrscht keine Provinz. Nicht mal ich kann das tun. Mein Herr, meine Truppen warten. Yeah. Unsere Späher haben ein Söldnerlager entdeckt. Fuck. Die Bevölkerung rebelliert. Ist halt richtig beschissen, ne? Hoffentlich kriegt das Böhmen hin und gewinnt das. Das wäre sehr gut. Dann kann ich da vielleicht noch ran. So, aber Sizilien ist anscheinend nicht gerade die hellste Leuchte auf der Torte. Das ist gut. Sollen die Faxen machen? Ich habe noch ein bisschen Geld. Ich gucke, dass ich uns jetzt hier noch Leder hole. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Wir sind abgestürzt so ein bisschen. Ja, aber Vorherrschaft auf Rang 1. Unser Land.
ist denn hier los? Ey, ich habe so viele Gefangene. Noch 2 Rebellionen am Start. Okay. In Prag schon wieder. Ja, dann. Eine gute Strategie. Angriff. Ja, ich glaube, die Schlacht schlage ich mal wieder. Muss ich ja wohl oder übel. Ist schwach. Greifen wir, weil wir sind Armee nämlich an. Nicht so strong, da wir nicht die geilsten Truppen da oben haben. Ich brauche halt echt mal ein bisschen Zeit, um eine richtige, ordentliche Armee aufzubauen. Das wäre super. Aber jetzt werden wir erstmal uns Florenz noch unter den Nagel reißen. Ich meine, ne, wenn der uns schon angreift, dann muss er nun mal auch die Konsequenzen daraus tragen. Bereit für den Kampf. Kann ja nicht angehen. Eine günstigere Position, wie der sich hier verhalten hat. Wir sind unterwegs. Und dementsprechend muss gewährleistet sein. Hauen wir den halt einfach weg. Scheint sicher zu sein. Weil wir sind halt gar nicht mal so strong, ne? Muss man auch mal so dazu sagen. Ich kann jetzt die ganze Infanterie zwar mit den Bogenschützen wegmachen. Aber trotz allem, wir werden eventuell die ein oder andere Truppe verlieren. Gerade auch mit diesen vielen Speerträgern. Das macht schon einen Unterschied. So. Ja, wir ziehen die hier weg. Ja, sehr nice. Ziehen alle wieder da rein. Das heißt, meine Bogenschützen können schön ihrer Arbeit nachgehen. Der Kämpfer bereit. Die müssen hier vor. Und meine Reiterei mit der Klinge in der Hand. Kann von hinten da rein buttern. Bereit für den Kampf. Man greift uns von der Seite an. Und den Bogenschützen zur Seite ziehen. Wunderbar, da hauen auch schon die ersten ab. Der Kämpfer bereit. Die Schwächlinge sind geflohen. Lauf, lauf, lauf! Die buddern da drauf, die buddern da drauf. Bereit für den Kampf. Der Feind zittert vor Angst. Die Feiglinge fliehen. Eine in die Hand. Bogenschützen bereit. Mhm. Und die Reiterei auf den General. So. Und wir haben keine großartigen Truppen verloren, sondern nur ein bisschen was. Also wunderbar. Die sind genutzt. Wir müssen unseren Anführer vor dem Feind schützen. Ja, alles gut. Macht euch keinen Stress. Der Kämpfer bereit. Wir sind unterwegs. Anhalten. Ich habe hier das Sagen. Zielt genau, Männer. Alle drauf. Beeilung. Haut den weg. Unsere Feinde und erledigt. Haben sich perfekt. Vom Schlachtfeld zurückgezogen. Gut, diese verdammten Rebellionen. Ey. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Muss jetzt aber langsam auch mal vorbei sein. Ja, das ist auf jeden Fall weg. Genua, 453. Wie viel brauche ich da, um es aufzufüllen? 655. Das heißt, ich brauche noch 1155. Um hier wenigstens ein Langschildarmbrustschützen mit dazu zu kriegen. Weil die hätte ich wirklich mal gerne. Ich glaube, die sind ultimativ stark. Angebot Galizien, ein Nicht-Angriffspakt. Ja, nehmen wir an. Zahlen wir mal ein bisschen drauf, aber ist denn wenigstens einer weniger? Hier hinten. Oder? Nee, wo ist es denn? Ah, ist auch relativ.
Und hier oben ist auch immer noch problematisch. So, hier haben wir aber den jetzt in Klagenfurt. Da müssen wir auch noch einen Haufen Garnisonspunkte zusammensparen. Junge, das ist so nervig. Ich brauche so viele Garnisonspunkte. Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Sehr schön. Ich brauche auch noch Glas und Möbel und... Oh, Kotz. Fordert Mineralien. Habe ich keine Mineralien? Maurer brauche ich auch noch. Bildhauer brauche ich... Eieiei, ich brauche noch so viel Zeug. So, jetzt aber. Meisterrüstungsschmiede. Ah, leck mich doch am Arsch. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Okay. Brauche ich die jetzt? Ja gut, wenn das aber so ist, warte mal, kann ich hier nicht auch die dicken Truppen rufen? Ne, kann ich nicht. Nope. Geht nicht. Ja, soll ich jetzt noch ein bisschen zusparen oder soll ich hier gleich richtig reinpfeffern? Ich könnte ja wirklich noch ein bisschen zuwarten. Na, das macht zwar die Wahrscheinlichkeit, dass Sizilien wieder anrückt, relativ groß. Aber so, ich muss hier auf jeden Fall oben Possen wieder kriegen. Das ist ganz wichtig. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ja. Oh, der Ungar, ey. Siedlung, Herr. Das wäre cool, wenn der hier jetzt rüberzieht und den wegmacht. Dann habe ich da schon mal keinen Stress mehr. Wir kriegen echt viel Unterstützung vom Ungarn. Das ist wirklich nicht verkehrt. Muss man mal so sagen. Der regiert Luxemburg. In Venedig haben wir ja auch noch Truppen. Die könnte ich jetzt eigentlich wieder hochpushen. Die sind schon relativ strong mit Stufe 2. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Und die 3000 ziehen jetzt Richtung Florenz. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Aha. Mag uns der neue Papst? Wie sieht's aus? Warum? Ah, weil ich immer noch exkommuniziert bin. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Wo? Ah, hier oben. Ja, ein cool, danke. Ein Lager wurde in unserem Land entdeckt. Sollen wir los? Ja, ihr könnt schon mal los. Ihr könnt schon mal los. Was ist euer Wunsch? Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Er haut schon ganz schön rein. Hier, die Burg der Toskana. Die hat schon ganz schön Zucht drauf. Oh, wie lange dauert denn noch die Verbesserung der Meisterschmiede? Gehen wir mal ein bisschen auf Vorspulen. Wir waren siegreich, Majestät. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Das dauert echt noch ewig, habe ich so das Gefühl. Aber das ist gar nicht so wild. Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen.
Belagerung aufheben. Belagerung. Da kommen zu viele gegnerische Truppen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Das Ungarn verlangt, dass wir Polen angreifen. Ja, das können wir machen. Okay, das sind knapp 5000 Truppen. Wo denn jetzt schon? Alter, ohne Witz. Kannst du deine Leute hier nicht im unter Kontrolle halten? Also. Eine gute Strategie. Ist nicht richtig mit dir. Ganz komischer Kerl. Was, Meisterrüstungsschmiede? Warum geht das nicht? Ich hab doch jetzt eine. Ich bin bereit. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Mhm, ja, kein Thema. Ich hab die doch jetzt. Hier, Meisterrüstungsschmiede. Oder sag bloß, ich muss das da in dem Ding haben. Fahren uns als nächstes die Kriegsstelle. Ja, mein Herr. Der Feind brennt ja eine unserer Siedlungen nieder. Da oben. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Eine gute Strategie. 2800 Truppen. Ja, dann viel Spaß mit meinen 3080. Das ist halt echt ärgerlich. Ich glaube, ich muss die wirklich Genua haben. Der Krieg ist vorbei. Meine Provinz bedarf eurer Aufmerksamkeit, Herr. Weil ich ja das andere auch da nicht habe. Den Pfeilemacher, oder? Oder habe ich den Pfeilemacher? Ah, eine doch. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Unsere Speer haben ein Söldnerlager entdeckt. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Na, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt sind die da drin. Ja, die machen das hier. Okay, jetzt muss ich aber wirklich meinen Arsch hier ein bisschen bewegen. Und mit denen hier hoch nach Possen, weil sonst habe ich nämlich ein Riesenproblem, dass der Ungar mir da oben noch Possen abziehen wird. Und da wäre ja richtig beschissen. Der gegenwärtige Dschihad wurde beendet. Oh, cool. Finde ich nice. Okay, aber unser Land ist ein wenig geschrumpft. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Was ich überhaupt nicht so cool finde. Armee wurde besiegt. Wir haben die Siedlung gegen den Feind verteidigt. Ja. Ich bin bereit. Das ist jetzt dann nun mal so. Wir gehen hier noch auf Konfrontationsmodus mit den Posten. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir machen für heute auch wieder einen kleinen Fucker. Was ist hier passiert? Bis zum letzten Mann. What happened here? Vorwärts. Warum zum Sack bist du nicht da drin? Kämpft mit Ehre. Rückzug. Zurück. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eure Befehle. Scheiße. Das ist jetzt Kacke. Warum bist du da nicht drin? Hä? Ja? Ach lol, weil da noch einer steht. Junge, ich habe so viel Generäle jetzt auf Warteschleife hier stehen. Die brauchen alle so viel Garnisonstruppen. Das ist nicht mehr feierlich. Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Boah, sorry, aber das kann ich nicht machen. Ablehnen. Ich kann jetzt nicht Norwegen angreifen. Digga, ich habe 4 Kriege am Laufen. Also, mein bitte. Mein Schwert gehört euch, Majestät. So, ich hoffe, dass die da ausreichen, um hier Radau zu machen.
Die Sizilianer, ey, die gehen mir so auf den Keks. Ja? Hä? Scheiße, ey. Das ist schon mal ein Anfang. In Venedig. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Oh, selbst das geht im Moment nicht. Er hat aber auch echt noch einen Haufen Truppen. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Ich fände es super, wenn der Ungar seinen Arsch da noch irgendwie runter bewegen würde. Oder jetzt hier mit dazukommt. Wäre auch ganz nice. Dann würde ich auch hier Polen angreifen. Gucken, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen Land kriege. Für Polen würde mir bestimmt auf jeden Fall eine gute Spritze geben. Aber, naja. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das zieht sich anscheinend noch ein bisschen, unser Spiel. Ne? Und ja, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.